Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir vorrangig das neue Make-up von Zara austesten. Ansonsten habe ich hier auch noch das ein oder andere, was ich mir jetzt so neu zugelegt habe und das möchte ich mit dir in diesem Video testen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, denn Zara hat Make-up. Zara ist ja eine Modemarke, eine Kleidungsmarke und das fand ich sehr interessant. Ich hatte nämlich für meinen Fair Fashion Haul nach Marken gesucht, die halt Fair Fashion vertreiben und bin da irgendwie in dieser ganzen Internetsuche. Ich habe sehr lange gesucht. auch darauf gestoßen, dass Zara Make-up hat. Ich habe das auch schon bei Maxim gesehen zum Beispiel und Hatice Schmidt hat es auch vorgestellt. Da war das Ganze auch schon auf dem Weg zu mir. Das heißt, für mich ist es jetzt auch eine First Impression. Ich habe es noch nicht auf meinem Gesicht getestet. Das mache ich mit euch zusammen. Zuallererst muss ich aber mein Gesicht einmal primen. Ich habe natürlich meine Hautpflege aufgetragen. Ich habe auch einen sehr hohen Lichtschutzfaktor drauf. Das Ganze ist jetzt ungefähr schon eine Stunde eingezogen. Es ist Samstag. Da habe ich Zeit für lange einziehen lassen. Und jetzt verwende ich von Maybelline den Fit Me Luminous and Smooth Hydrating Primer. Der hat auch noch Lichtschutzfaktor 20, aber meine Nase juckt. Ja, du wirst niemals so viel Produkt verwenden können, wie das, was du bräuchtest, um eben diesen Lichtschutzfaktor ins Gesicht zu bekommen. Es kommt hier in einer Tube raus. Ist sehr fest. Habe ich jetzt hier. Also sehr, sehr fest. Riecht nach Sonnencreme. Fühlt sich sehr, sehr reichhaltig auf der Haut an. Also auch sehr pflegend. Und dadurch, dass es halt so reichhaltig ist, gibt es auch noch diesen Luminous-Effekt. Hat jetzt keine Glitzerpartikel oder Schimmerpartikel drin, finde ich. Aber es sieht schon sehr genährt aus in meinem Gesicht. Nähren wir es weiter mit dieser neuen Foundation oder ja, Sheer Tint Hydrator steht hier drauf, also getönte Tagescreme von Clinique, Moisture Surge, Lichtschutzfaktor 25 und ich habe die Farbe Universal Very Light. Das habe ich mir, glaube ich, von Beauty Bay bestellt. Und sowas gebe ich mir natürlich mit den Fingern auf. Getönte Tagescreme halt, ne? Ja, ist auch sehr fest von der Konsistenz. Das hat diesen typischen Clinique-Duft. Passt farblich aber definitiv, weil das auch nur eine ganz leichte Deckkraft hat. Da sieht man jetzt wirklich nicht unbedingt viel von dem Gesicht. Das hat eine ganz, 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 ganz leichte Deckkraft. Ist was für jeden Tag, kann man einfach so mit den Fingern auftragen. Danach würde ich aber gerne meine Hände waschen oder halt hier im Handtuch, was neben mir ist, einmal kurz abputzen. Ansonsten habe ich dieses Gefühl, das mag ich nicht so gerne. Aber ja, für jeden Tag ist es auf jeden Fall eine schöne Sache. Die liebe Cindy, Rosa 87 Lee, hat diesen Concealer vorgestellt und war da voll begeistert von. Deswegen musste ich den nachkaufen von Art Deco Perfect Tint Concealer. Eine lichtreflektierende Abdeckcreme habe ich in der Farbe 12 Neutral Light. Schaut so aus. Und das ist so ein herausdrehbares Vieh. Das gebe ich mir dann einmal so unter die Augen. Also ein Schwämmchen habe ich mir gar nicht zurechtgelegt. Ich habe jetzt hier einen Pinsel von den ich will gerade zu Eva sagen, von den Zara-Pinseln. Das ist so ein flacher, damit kann man entweder Foundation auftragen oder vielleicht Concealer einarbeiten. Ja, das geht definitiv sehr gut. Also der ist auch wiederum leicht von der Deckkraft, aber wenn man halt eine getönte Tagescreme drauf hat, ist es passend tatsächlich. Ich gebe mir den jetzt aber gerne noch über so ein paar Stellen, also mein Creme, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte als eine getönte Tagescreme, das gibt. Das heißt, hier so meine Mr. Fred Ausflugsfamilie. Bisschen am Kinn gebe ich mir auch was auf. Da habe ich halt die Maskne am Start. Hier habe ich einen roten Fleck. Hier habe ich einen roten Fleck. Die Nase. Zwischen den Augenbrauen. Ja. Und vielleicht noch ein bisschen mehr Deckkraft unter den Augen. Wie der Name des Produktes schon sagt, ein Sheer Tint. Ich finde, dass meine Haut jetzt deutlich ruhiger und beruhigter allgemein aussieht als jetzt am Anfang des Videos. Aber trotzdem wie Haut, also sehr natürlich und gesund. Und das gefällt mir. Also das ist das, was ich im Alltag auch super gerne mit Produkten erreichen möchte. Wenn ich Full Coverage möchte, also richtig krasse Deckkraft, würde ich definitiv andere Produkte verwenden als die getönte Tagescreme und den Concealer, den ich gerade verwendet habe. Aber so macht das auf jeden Fall ein schönes, natürliches Ergebnis, was man jetzt so gerade im Sommer auch gerne einfach trägt, ne? Da hat man nicht so gerne richtig dick Make-up drauf, sondern halt so einen Hauch von und Natürlichkeit.
Jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von der Natürlichkeit, denn ich habe mir bei Purish was bestellt, denn ich bekomme nicht nur von Purish etwas zugeschickt, um es hier vorzustellen, sondern ich bin auch selber ganz normal dort Kundin. Da habe ich mir die gehypte P. Louise Base bestellt und zwar in der Farbe Weiß. Ja, da werde ich jetzt mal so richtig meine Augenlider weiß machen, ne? Dafür verwende ich diesen Pinsel, das ist so ein länglich flacher Lidschattenauftragepinsel von... Ich will immer zu Eva sagen, von Zara mache ich mir einfach so ein Pünktchen drauf. Und ich würde mal vermuten, dass das für beide Augenlider reichen sollte. Nee, tatsächlich reicht das nur für ein Augenlid. Das ist schon krass, das sieht aus wie Clowns Make-up gerade. Gefällt mir aber ganz gut, weil das macht jetzt wirklich eine weiße Leinwand auf meinen Augenlidern. Aber es sieht echt merkwürdig aus. Also so könnte ich jetzt 1A ein Cruella de Vil Make-up, glaube ich, mit schminken. Ich erinnere mich noch an Karneval, als meine Mädelstruppe einfach mal komplett als Cruella gegangen ist und dann hatten wir so aufblasbare kleine Dalmatiner alle dabei. Ein Traum. Ja, hätte ich auf jeden Fall safe zu dem Zeitpunkt sehr gut gebrauchen können. Okay, ich habe jetzt alle cremigen Texturen drauf. Dann nehme ich ein neues Fixing Spray oder Setting Spray, was ich mir im Urban Decay Online Shop Sale bestellt habe. Und zwar das All Nighter Ultra Glow Long Lasting Make-up Setting Spray. Das werde ich zweimal verwenden. Einmal jetzt nach den cremigen Texturen und ich werde es auch nachher verwenden, wenn ich alle pudrigen Texturen aufgetragen habe. Ich mag ja die normale Variante davon schon sehr gerne. Ja, gleicher Duft. Jetzt wäre es sinnvoll gewesen, hier irgendwie so ein Schwämmchen zu haben, mit dem ich das so vielleicht eintupfen kann. Ja, jetzt kann ich nämlich wieder die Eistüte rausholen. Das hat mein Freund mal gefunden, als wir im Depot einkaufen waren. Ich lieb's. Yay, es ist wieder Sommer, ich kann das Ding wieder rausholen. Okay, wir sind jetzt durch, wie gesagt, mit den cremigen Texturen. Jetzt gehen wir zu den Pudersachen, damit, Puder. It Cosmetics, Bye Bye Pores, gepresstes Puder. Illumination ist hier die Variante, also das Ganze soll dann nicht totmatt aussehen, sondern halt auch durchaus noch ein bisschen, menschlicher. Hier habe ich einmal das Puder, da haben wir einen Spiegel im Deckel und man kann das Ganze hochklappen irgendwie. Moment, genau, und dann hat man da drunter noch für einen freshen Up zwischendurch, falls du das so für unterwegs mitnimmst, hast du da noch so eine kleine Mini-Quaste mit dabei. Das finde ich ganz praktisch. Ich nehme aber selten irgendwie was mal so to go mit. Dann habe ich hier auch aus dem Zara Pinsel gedünsten, die konnte man halt einzeln kaufen, einen Puderpinsel. Dann gehe ich jetzt einfach mal so in das Puder rein und puder mein Gesicht einmal ganz sanft ab. Denn eigentlich musste ein bisschen, ne, puder ich auch eine getönte Tagescreme immer ein bisschen ab. Aber vor allem den Concealer, um das Ganze zu setten. Ich kann doch schon auf meinen Augenlidern setten. Wir setten einfach alles. Also das gefällt mir richtig gut. Ne? Die Seite habe ich jetzt gesettet, die Seite noch nicht. Schön. Auch der Pinsel gefällt mir richtig gut, denn das ist Synthetikhaar, aber ich finde den eigentlich nicht pieksig oder so. Ich finde den recht angenehm, fluffig. Und ich mag es auch, dass der halt so sehr, sehr fluffig ist. Ne? Also dass der nicht fest gebunden ist. Jetzt sieht meine Haut richtig aus wie Haut. Also meine Base. Mag ich voll gerne leiden. Nettes Puder, netter Pinsel. Jetzt kommen wir zu dem Zara Make-up, denn das erste, was wir quasi ergattern können, ist eine Face-Palette. Man kann das auch alles separat bestellen, man kann es einzeln bestellen, man kann dieses Case einzeln bestellen, man kann die einzelnen Farben einzeln bestellen, man kann dieses Ding hier drin austauschen. Ich glaube, deswegen wurde mir das auch in dieser Suche, was Nachhaltigkeit angeht, angezeigt. Du hast einen Spiegel mit dabei. Ich mag nicht diese länglichen Fännchen. Das hatten wir zum Beispiel bei der BH Cosmetics mit Mrs. Bella Kollektion auch in dieser Blush- oder Highlighter-Geschichte, ne? Weil gerade wenn du das so hast, kommst du mit dem Pinsel halt super schnell auch in eine andere Farbe rein und das nervt manchmal ein bisschen. Trotzdem werden wir das Ganze mal auftragen. Ich habe das in der Farbe, ich habe mir dieses Vieh aufbewahrt, weil es natürlich hier nicht draufsteht, was schade ist. Impeccable Touch ist relativ hell gewesen. Da habe ich hier einen Pinsel auch aus dem Zara Gedönsen. Der ist so von der Form her. Also das wurde, glaube ich, als Blushpinsel beschrieben. Ich werde ihn jetzt aber für Blush, Bronzer und Highlighter verwenden, weil, ja, ich habe nichts anderes da. Nehme ich jetzt erstmal den Bronzer auf und trage mir den hier so auf. Gut, der ist Gott sei Dank nicht zu stark pigmentiert, weil ich ja recht hell bin. Ich sehe noch am Anfang vom Sommer, da bin ich noch nicht gebräunt, null.
Also auch das ist ein schöner Alltagston für mich. Hätte ich jetzt eine Full Coverage Foundation oder sowas drunter, wird man diesen Ton wahrscheinlich eher weniger auf meiner Haut sehen. Also das ist halt auch noch so eine Sache, die man bedenken sollte. Aber es gibt diese Palette auch in unterschiedlichen... Ja, ich bronze dieses Pinöppel-Theme vom Ohr, weil das ist immer weiß. Egal. Auf jeden Fall gibt es sie ja noch in verschiedenen Nuancen. Muss schon ordentlich in diesen Farbton reingehen, um was auf dem Pinsel zu bekommen, weil du nicht dieses klassische in dem Fännchen swirlen machen kannst, ne? Weil die Fännchen in Relation zum Pinsel, ne, ist schon schwierig. Also kann ich immer nur so oberflächlich darüber gehen und gebe mir das dann auf die Stellen auf, wo ich das hinhaben möchte. Es macht aber einen schönen Bronzing-Effekt. Die Palette würde ich dann definitiv Leuten empfehlen, die entweder ja meine Hauttönung haben oder sogar ein Stück weit heller sind als ich. Ja, als nächstes gebe ich mir den Blush auf. Da gehe ich auch einmal, zweimal, dreimal durchs Fännchen. Trage mir den hier auf. Sehr, sehr dezent. Ich nehme deutlich mehr Farbe auf. Jetzt habe ich auch noch Highlighter hier dran, egal. Den siehst du ja kaum, ne? Das ist schade. Ich mag gerne viel Blush. Also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Man sollte schon den Blush einigermaßen sehen können. Aber wenn ich jetzt bedenke, ich bin echt hell. Also auf meiner Haut sieht man auch echt gut Blush, ne? Und das äußert sich auf diese Art und Weise. Es ist echt wenig. Ich nehme mal einen etwas fester gebundeneren Pinsel. Da habe ich einen von Unique. Das heißt, damit greift man auch automatisch mehr Farbe auf, aber auch automatisch Highlighter und Bronzer. Das wollen wir nicht. Trag den hier auf. Ja, das funktioniert besser, weil sonst müsste ich jetzt 30 Mal ins Fännchen reingehen und da würde ich einen Föhn kriegen. Das heißt, fester gebundenerer Pinsel nehmen, wenn man mehr möchte. Man sieht es ein bisschen, ne? Also für meine Bedürfnisse könnte es gerne mehr sein, aber ich habe jetzt schon so viel aufgebaut. Irgendwann ist jetzt auch mal gut gewesen. Sehr natürlich, sehr dezent und zurückhaltend. Ja, wie gesagt, für den Alltag kann ich mir diese Palette mittlerweile ganz gut vorstellen. Wenn ich jetzt ein Full-Glam-Make-up für eine Party, für eine Feier, für ein Event, für was auch immer mache, wird die mir zu wenig sein, weil ich da halt auch zu lange dran rumrödeln muss, bis ich da irgendwie was in mein Gesicht reinbekomme. Und das finde ich halt auch irgendwie nervig, ne? Ja, aber es macht halt nach wie vor, ne? Meine Haut sieht wie Haut aus. Es sieht nicht so aus, als hätte ich eine krasse Puderschicht auf dem Gesicht. Hat sich gereimt, fein. Genau, also ja, dafür auf jeden Fall geeignet, aber nicht für... Ausgeh-Make-up, Glam-Look, hast du nicht gesehen? Das heißt, ich werde dieses Video, je nachdem wie gleich der Augenlook ausfällt, auch entsprechend nennen. So, Highlighter, da nehme ich jetzt aber erstmal wieder den Blush-Pinsel von ihm, gehe da durch. Der scheint nicht so ultra heftig viele Schimmergeschichten zu haben. Trage ich hier mal auf, also der macht nicht so den Anschein. Ja, auch der wirkt sehr, sehr natürlich. Wenn ich den so swatche, sieht es eher aus wie ein Puder oder wie ein illuminisierendes Puder. Wenn ich den auf die Haut gebe, habe ich schon ganz leichte Schimmerpigmente drauf. Ne? Bin ich jetzt gerade mal derbe durchgegangen. Ja. Leichter Champagner-Schimmer. Wenn ich bei anderen Highlightern so intensiv reingehe, dann sehe ich aus wie eine Glitzerkugel. Bei dem ist es einfach so ein Hauch von. Hier ist er. Ne? Aber manchmal mag ich das halt auch eher, wenn ich nur einen Hauch von habe und nicht so kebäm. Dann ist das auch in Ordnung. Halt vor allem im Alltag. Aber meine Base gefällt mir. Das sieht schon, ne, alles recht harmonisch aus und es passt zusammen. Auch dadurch, dass ich jetzt diese leichte Base-Geschichte drauf hatte, wäre es wahrscheinlich auch nicht so schön, wenn ich jetzt einen krassen Bronzer, einen krassen Highlighter, einen krassen Blush gehabt hätte. Also es passt schon zusammen. Bei den Augenbrauen habe ich jetzt ebenfalls ein Produkt, was neu ist und ein Produkt, was bekannt ist. Ich glaube, ich werde erstmal mit dem bekannten Produkt anfangen. Ja, und das ist der Benefit Precisely My Brow Pencil. Habe ich hier in der Farbe Nummer 2. Das ist dieser Zauberstab. Der hat hier hinten einen Spoolie dran und hier hat er eine feine Mine. Und das ist ein Produkt, was ich von Benefit zugeschickt bekommen habe, um es ja, zu zeigen, zu testen, auszuprobieren, wie ich lustig bin. Und ich kenne ihn, ich mag ihn und deswegen safe. Wird aufgebraucht. Es gibt wenig Augenbrauenstifte und das meine ich jetzt vollkommen losgelöst davon, dass ich den ja zugeschickt bekommen habe. Ne? Es gibt super wenig Augenbrauenstifte, mit denen ich so schnell das Ergebnis hinbekomme bei meinen Augenbrauen,
was ich halt gerne haben möchte. Und jetzt zu diesem natürlichen Look passt halt auch eine relativ helle Farbe. Die Nummer 2 ist heller als das, was ich normalerweise verwende von Benefit, von diesem Augenbrauenstift. Ich habe sonst die 2,5 oder 3. Aber ich mag es zu dieser natürlichen Base. Irgendwie echt generell. Ja, wird sich nachher ändern, weil mein Augenlook wird vielleicht etwas intensiver, aber das müssen wir uns gleich mal im Detail angucken. Hier habe ich ein neues Produkt von XX Revolution. Leute, Revolution bringt immer wieder eine neue Eigenmarke raus, ne? Die haben jetzt ja dieses Real Love rausgebracht und die haben auch irgendwas mit, nicht Organic, aber die haben noch eine neue Marke rausgebracht. Ich war ein bisschen erstaunt, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall ist das hier von XX Revolution und da haben die scheinbar ein neues Produkt rausgebracht. Das ist der Soap Sticks, Entschuldigung. Der ist eckig, also von der Haptik her sehr interessant. Ich mag dieses Rosa, diese Farbe davon. Und dann haben wir auf der einen Seite tatsächlich zum Hochschieben so ein Augenbrauen-Seifengedönsen, was du normalerweise ja so ansprühst und dann quasi auf die Augenbraue bringst. Das soll so funktionieren, soweit ich mich erinnere. Ich habe da ein paar Videos von gesehen. Und auf der anderen Seite haben wir so ein Bürstchen, um die Augenbrauenhärchen besser greifen und hochkämmen zu können. Bin ich sehr gespannt. Normalerweise verwendet man sowas dann ja, bevor man die Augenbrauenfarbe drauf macht. Ich habe das schon mal gemacht. Ich kriege das dann nicht so schön ausgeblendet und dann sieht die Augenbraue echt übel aus. Deswegen lasse ich das jetzt so. Ja, und damit soll man jetzt einfach durch die Augenbrauen gehen. Das Ganze erstmal, erstmal muss man die Augenbrauenhärchen ja hochbürsten, glaube ich, ne? Dann nehme ich mein Seifenvieh, gehe damit über meine Augenbrauen. Ja, das krümelt ein bisschen ab, da muss man vorsichtig sein. Da, krümeln. Aber bei Kontakt mit der Haut wird es tatsächlich cremig. Und dann nimmt man wieder dieses Pell und bürste das Ganze in Form. Ich muss gestehen, dass ich meine Härchen da jetzt echt nicht gut zu greifen bekomme. Irgendwie ist mir das zu unkontrolliert, deswegen nehme ich mir lieber ein Spoolie. Ja, weil dadurch kriege ich meine Härchen auch gegriffen. Und dann wieder hinlegen. Ja, und ich sehe, dass ich hier vorne auf jeden Fall mir gerade so viel Farbe weggemacht habe. Also wird danach korrigiert. Auf jeden Fall ist das eine sauberere Geschichte, als wenn man diese Soap Brows macht oder so, ne? Da gibt es ja auch verschiedene Arten von, auch von Catrice und so. Das muss ich sagen. Also dadurch, dass ich hier vorne schon dieses Vieh dran habe und damit durch die Augenbrauen gehe, geht das irgendwie einfacher, weil ich habe nicht so einen riesengroßen, dieses Riesenbürstchen, wo ich erst alles nass machen muss und so. Ich hoffe, dass das alles auch so bleibt und vielleicht auch schön trocknet, weil es hat alles an Ort und Stelle gebracht. Mal gucken. Lidschattenpalette habe ich mir auch eine ausgesucht und zwar die Rain of Green Palette. Die hat das gleiche Packaging wie auch bei der Face Palette und hier kann man auch die unterschiedlichen Farben rausnehmen, also die einzelnen Farben. Man kann das ganze Sextett rausnehmen, wie man möchte. Und ja, das sind die Farben. So grün-braun gehalten, passt schön zu meinen Augen. Ich habe hier natürlich jetzt keine Farbbezeichnung drauf, also ich kann euch nicht sagen, wie die Farben heißen, aber ich werde euch damit mal einen chilligen Look schminken. Nicht zu intensiv, nicht zu dezent. Wir gucken mal, wie er so wird. Herzlich willkommen in meinem Gesicht. Ja, also man sieht es wahrscheinlich jetzt auch, meine Base sieht echt toll aus, ne? Also dezent, weil hier Mr. Fried Ausflugsfamilie ist immer noch am Start. Aber schön gepflegt, sieht wie Haut aus, es gefällt mir. Ne? Ja, alltagsmäßig halt unterwegs. Genau. Ich nehme mir aber zusätzlich dann erstmal einen... Geil. Ich habe eine matte Farbe und 5 schimmernde Farben. Das ist ein Traum, ne? Das habe ich gar nicht so... ist mir gar nicht so aufgefallen. Okay, ja, dann müssen wir zuallererst mal die matte Farbe auftragen. Das ist dieses kühle Braun. Das hat schon Kickback im Pfännchen. Wow. Und das trage ich mir jetzt hier. Woo! Das wollte ich nicht, da ist voll laut. Kann man machen. Das ist aber keine geile Farbe. Also halt ein ganz normales, kühles Braun. Jo. Ja, wir haben ja nur noch Schimmertöne, also arbeiten wir jetzt auch mit flachen Lidschattenauftragepinseln. Macht durchaus Sinn. Und ja, schön. Dann nehme ich mir erstmal diese ganz, ganz helle Grünfarbe, das ist diese hier. Dann nehme ich den großen Lidschattenauftragepinsel, da habe ich ja eben auch schon meine Lidschattenbase mit aufgetragen. Und das setze ich mir, oh wow, der krümmelt natürlich, hier so in mein inneres Drittel. Die Farbe mag ich aber gerne. Das ist ein schönes, helles, schimmerndes Grün.
Man muss aber die Farbe schon ziemlich immer wieder aufbauen und auftragen, weil ansonsten kommt da nicht allzu viel aufs Auge drauf. Also da bin ich jetzt schon einige Male jetzt in das Pfännchen reingegangen. Nun denn, dann nehme ich jetzt den Farbton, der sich daneben befindet. Das ist dieses dunkle Grün, auch wieder Schimmer natürlich. Die setze ich mir dann hier so ab Pupille und dann bis fast am Ende auf. Aber auch hier, die Farbe an sich gefällt mir wirklich gut, aber es lässt sich nicht einfach auftragen. Dann mache ich den Pinsel mal wieder sauber, puste Kickback weg. Also das ist echt die Zerstörung der Palette mehr oder weniger. Und ich gehe ja eigentlich immer sehr, sehr sanft in Farben rein, ne? Finde ich schon krass. Dann nehme ich jetzt den dunkelsten Ton, das ist dieses Petrol mit Schimmer drin. Und den setze ich mir in meine äußere, in mein äußerstes hier Spitzchen rein. Ja, das ist ein Look, ja. Hier noch so ein Pinsel, der ist so flach und festgebunden. Da nehme ich jetzt kein Produkt auf, ich räume nur so ein bisschen hier kurz mal in der Lidfalte auf, beziehungsweise so ein gelb-grünen Gold. Das nehme ich mit dem Finger auf. Nur so ein bisschen gehe ich rein und habe das hier auf dem Finger. Das setze ich mir einfach hier auf das Zentrum, um das Ganze noch so ein bisschen heller zu machen und größer wirken zu lassen. Das ist ja auch im Prinzip. Dann nehme ich mir mit diesem ne, kleinsten, flachsten Pinsel, das ist auch so ein Lidschattenauftragepinsel, dieses Rosa auf, was hier mit in der Palette ist. Auch das krümelt sehr und das setze ich mir in meinen Innenwinkel. Rosa unter der Augenbraue ist auch mal was Spezielles. Der untere Wimpernkranz möchte natürlich auch noch gemacht werden. Und da habe ich jetzt wieder meinen runden, festgebundenen Pinsel. Und dann nehme ich mir den matten Ton einfach auf. Übrigens überhaupt kein Creasing von dem Concealer. Das ist bemerkenswert. Ich gebe mir noch ein bisschen was von dem hellen Grün hier in mein unteres Drittel. Und nach außen hin gebe ich mir das dunkle Grün. Ganz außen ein bisschen was von dem Petrol. Ja, nachher mit Mascara wird eh alles besser aussehen. Aber so sieht dann der Look mit der Palette aus. Den matten Ton, den werde ich in Zukunft nicht mehr verwenden, weil ich ihn echt nicht schön finde. Die Schimmertöne, ja, die sind wohl schön, aber auch das wäre jetzt nicht unbedingt für mich was wert gewesen, die Palette zu kaufen. Also da gibt es deutlich schönere, die jetzt auch in letzter Zeit rausgekommen sind. Zum Beispiel von Dose of Colors, die Cutting Edge Palette, die ist richtig schön. Dann die Made by Mitchell Palette, die Feet on the Ground Palette ist auch mit wundervollen Grüntönen. Die mag ich auch deutlich lieber. Und auch von Essence und Catrice gibt es schönere Grüntöne als hier. Ne? Netter Versuch von Zara, aber bei der Lidschatten Palette haben sie mich nicht. Nee. Theoretisch hätte ich jetzt auch noch so einen Liquid Shadow gehabt. Den habe ich vollkommen vergessen. Das ist der Metal Foil Fade to Gold. Der wäre auch ganz cool gewesen, so als Basis zum Beispiel oder so als Highlight in der Mitte. Komm, das können wir doch irgendwie noch. Oh, es ist ein loses Pigment. Ich habe gerade eine Glitzerparty gemacht. Es ist kein Liquid. Mist. Okay, also den könnte man sich dann als Topper noch aufsetzen. Vielleicht hier so. Wow. Aber der, oh, der krümelt. Also man krümelt sich den ganzen Tisch damit voll. Das sollte man bedenken. Das nur so als Info für euch Leute, ne? Und ich weiß ich nicht, verteilt man den dann mit einem Pinsel oder so? Kann man ja so als Topper sehen. Aber ihr seht das Fallout. Ich meine, wer sieht's nicht? Sieht ein Blinder mit einem Krückstock. Okay, also wenn man hier seinen Look macht und so, würde ich persönlich empfehlen, erst den Augenlook, dann die Base. Denn sonst sieht das so aus. Ich rette es noch ein bisschen. Ich sehe immer noch ein bisschen grün unter meinen Augen aus. Aber egal, ich habe jetzt tatsächlich noch ein bisschen Concealer draufgegeben, Puder und Blush. Ja, jetzt sieht das so ein bisschen aus, als hätte ich gerade eine Skibrille getragen. Aber es ist egal, wir lassen das jetzt so. Und als nächstes verwenden wir einen Eyeliner. Da habe ich einen von Lovia mir bestellt. Letztens bei Rossmann war das, glaube ich. Eyeliner Pan Deep Black. Das ist dieser hier. Und ich hoffe, dass er auch wirklich schön tief schwarz ist und schön malt. Hat eine sehr, sehr präzise Spitze. Das hat schon mal gut funktioniert. Mal gucken, wie die andere Seite so hinhaut. Ja, die ist jetzt sehr steil gegangen, ne? Aber na, egal. Wir lassen das jetzt so. Aber es sieht schon mal besser aus als ohne Eyeliner. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, es wird.
Und wie so oft, eine Mascara wäre ja öde. Ich verwende jetzt zwei verschiedene Mascaren. Auf dieser Seite verwende ich von Shawn DeKuyle diese Mascara hier und auf der anderen Seite von Judith Williams ihre neueste Mascara. Beide Mascaren haben ein Kunsthaarbürstchen, während die Fossil Mascara von Shawn DeKuyle eher ein kegelförmiges Bürstchen hat. Ich kann nicht mehr reden. Und die Don't Leave Me Baby von Judith Williams hat ein erdnussförmiges Bürstchen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also sie überzeugen mich beide leider nicht. Die von Judith Williams schon ein bisschen eher als die von Shawn DeKuyle, aber ich weiß ja nicht. Also, hups, da habe ich sie umgeworfen. Aus meinen Wimpern kann man definitiv mehr rausholen, ne? Und gerade, bums, bei so einem Look brauche ich mehr. Das ist ungefähr das Ergebnis, was ich ungefähr erreichen hätte wollen. Ich bin jetzt auf beiden Seiten nur mit einer dünnen Schicht von der Nabla Vicious Mascara drüber gegangen, die einfach der Burner ist. Problem ist einfach, dass die Judith Williams Mascara die Wimpern schon so verklebt hatte, wie auch immer, so ausgetrocknet hatte, dass es recht schwer war, dann noch was drauf zu tragen. Und das ging auf der Seite mit Shawn DeKuyle dann doch etwas einfacher. Ja, aber ich brauche halt mehr Wawawum, gerade bei so einem Look, Leute. Ne? Das ist einfach erforderlich, finde ich. Und ja, so, das ist jetzt schon mal der Augenlook. Kann man machen. Gleich aus der Entfernung wird das auch nicht ganz so dreckig aussehen wie jetzt so aus der Nähe, ne? Aber es wird mir heute wahrscheinlich außer meinem Freund keiner mehr so nahe kommen. Zara hat aber tatsächlich auch noch weitere Produkte rausgebracht. Unter anderem Lippenprodukte. Die musste man sich selber zusammenbauen, wenn man sie halt bekommen hat. Ich habe mir den Tinted Balm in der Farbe Say Kiss ausgesucht, beziehungsweise ja, mein Warenkorb hat ihn reinbekommen und das musste man halt hier reinmachen und das ist so ein wunderschöner Ton, der ja auch gleichzeitig, also dieser Stift an sich soll die Lippen auch noch pflegen. Riecht süßlich, ganz angenehm. Und beim Tinted Balm hätte ich jetzt gesagt, trage ich den einfach ohne Lip Liner auf. Die Farbabgabe ist viel intensiver, als ich es erwartet hätte. Das ist jetzt schon fast so ein Orange-Rot, ne? Aber schön. Also, ja, mag ich an und für sich gerne leiden. Kann man auf jeden Fall machen. Wie ungefähr alle anderen Produkte, bis auf die Lidschattenpalette, ist es auch wieder ein sehr alltagstaugliches, natürliches Produkt. Zwei Produkte von Zara habe ich hier noch, die werde ich euch aber gleich mal einblenden, wenn ich sie drauf gemacht habe, weil ich werde mir nach diesem Video leider erst die Nägel machen können. Ich war gestern noch im Garten und das sieht alles aus wie Kraut und Rüben. Da habe ich mir zwei Nagellacke ausgesucht, das sind fancy Farben. Einmal in der Farbe Crazy Ways, das ist so ein richtig schönes Grün, was jetzt theoretisch auch echt gut zum Lidschattenlook gepasst hätte. Und dann habe ich hier noch die Farbe Fuchsia Fever und das ist so ein Schimmerton, ich liebe ja sowas, ne? Also das werde ich euch dann auch gleich mal eben aufgetragen einblenden. Ja, wir haben es jetzt doch schon ein paar Tage später, aber jetzt habe ich endlich mal meine Nägel neu lackiert. Hier trage ich das Dunkelgrün von Zara auf den Nägeln. Das sieht man jetzt hier, genau. Das ist eine wirklich satte, schöne Farbe. Also das ist außergewöhnlich, habe ich so noch nicht da in meiner Sammlung. Und hier auf dem Daumennagel trage ich die rosa schimmernde Farbe, was so metallisch ist. Mega schön, also das finde ich echt klasse. Und das ist tatsächlich ohne irgendeinen Unterlack. Also das ist schon cool, muss ich sagen. Alle beide Farben gefallen mir sehr, sehr gut. Es ist etwas spezieller, aber ich mag es. Was ist mein Fazit? Zu den sonstigen Produkten, die ich verwendet habe, außer den Zara-Produkten, mag ich gerne leiden. Die Mascaren waren jetzt nicht so mein Fall, die werden auch nicht bei mir bleiben, weil das einfach zu wenig war. Aber ansonsten mag ich die Produkte. Die Produkte von Zara sind teilweise gut für den Alltag geeignet, weil eher dezent. Ansonsten würde ich tatsächlich sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Die Qualität der Lidschattenpalette ist doch eher
nicht so geil. Ja, der Lippengedönsen finde ich schön, mag ich gerne leiden. Die Base-Produkte, Face-Produkte werde ich das ein oder andere Mal im Alltag auch verwenden, auch wenn man sie jetzt noch kaum sieht. Aber es ist halt alltagstauglich, ne? Ihr Lieben, das war's hier von mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren, da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!